durchleiten. Glaub an die Macht, die in dir lebt. Vertraue den Freunden an deiner Seite. Finde den richtigen Weg. Heller als Licht leuchtet dein Zauber. Reine Magie, die immer gewinnt. Hör auf dein Herz, du hast die Macht erbringt. Heller als Licht. Ist nach Gardenia zurückgekehrt und will dort ihr altes Leben weiterführen. Aber die Tricks geben keine Ruhe und folgen ihr auf die Erde. Sie bedrohen Blums Eltern und Blum setzt alles daran, sie zu retten. Während des Kampfes gegen die Hexen verliert sie ihre magischen Kräfte. Und es gibt Neuigkeiten bezüglich ihrer Vergangenheit. Daphne ist Blums Schwester. Du bist wieder da. Wir haben uns Sorgen gemacht. Blum, du bist zurück. Hallo. Hallo. Ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, wieder bei euch zu sein. Sehr glücklich siehst du aber nicht gerade aus. Was ist denn passiert? Gute Frage. Das würde Miss Faragonda auch interessieren. Hier, trink das, solange es noch heiß ist. Es wird dir gut tun. Also dann, möchtest du mir erzählen, was passiert ist, Blum? Ich bin nach Gardenia zurückgegangen. Ich hatte das Gefühl, ich bin nicht gut genug für diese Schule. Ach, Blum. Die Reise war hart, aber auch sehr lehrreich. Jetzt weiß ich, wer ich bin und welchen Auftrag ich habe. Oder hatte. Was meinst du damit? Ich habe die schreckliche Wahrheit herausgefunden. Ich bin nämlich die letzte Prinzessin von Domino. Oh. Die Hüterin der Drachenflamme. Deshalb hat mir auch meine Schwester Daphne die Nymphe im Rokaluche sie diese Krone gezeigt. Verstehen Sie, diese Krone war nur ein Symbol für... Sie hat ihr Leben geopfert. Ja, aber du verkörperst dieses Symbol. Was? Sie kennen meine Geschichte? Wieso haben Sie mir denn nie was davon erzählt? Blum. Manchmal ist die Suche nach der Wahrheit wichtiger als die Wahrheit selbst. Hätte ich dir früher davon erzählt, hättest du es noch nicht verstanden. Soll das heißen, es war besser für mich, die Geschichte von den drei Hexen zu erfahren? Welche drei Hexen? Wovon sprichst du überhaupt? Icy, Darcy und Stormy sind mir nach Gardenia gefolgt und haben mir die Kräfte gestohlen, die ich beschützen sollte. Die Flamme des Drachens ist in ihren Händen. Diese Hexen sind keine einfachen Schülerinnen mehr. In ihren Augen funkelt ein unheimliches Licht. Sie sind verrückt, Miss Faragonda. Genauso verrückt wie ihre Vorfahren, die damals Domino zerstört haben. Wie wird es jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht. Aber das verspricht nichts Gutes für Magix. Eigentlich habe ich doch gelernt und trotzdem hat er mich durchfallen lassen.
Was habt ihr drei hier zu suchen? Das ist meine Schule und ich werde nicht gestatten, dass ihr Unruhe stiftet. Miss Griffin, geht es wieder? Euer Benehmen verstößt gegen alle Regeln. Ha, und was wollen Sie jetzt machen? Uns nachsitzen lassen? Haben sollten, Miss Griffin. Wir haben jetzt hier das Sagen. Hexen vom Wolkenturm, hört mal gut zu. Ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass sich hier demnächst einiges ändern wird. Und wenn euch was nicht passen sollte, dann sagt uns Bescheid. Wir sind offen für jede Kritik. Professor, ich finde, Sie und Ihre Schülerin haben sich einen Urlaub verdient. Wir werden euch für eine Weile in den feuchten, von Schlangenratten verseuchten Kerker des Wolkenturms schicken. Was? Ihr freut euch nicht? Wie undankbar. Du Scheusal! Wenn ihr denkt, ihr kommt damit durch, dann irrt ihr euch! Stimmt, wir haben ihr alle gesehen, wie gut sie kämpfen können. Das war sehr beeindruckend. Ihr macht einen großen Fehler. Ihr seid verrückt! Verrückt? Ach, wirklich? Also, Frau Professor, das würde ich lieber nicht nochmal sagen. Sie sind nicht bei Sinnen. Wir werden uns in die Krypta des Schlosses begeben, wo die finstersten Bücher aufbewahrt sind. Und werden die Armee der Finsternis heraufbeschwören. Das geht nicht. Niemand ist in der Lage, die Armee der Finsternis zu kontrollieren. Das endet in der totalen Zerstörung. Ach, wirklich? Meine Hübschen. Da wären wir. Die Armee der Finsternis wird unter unserem Kommando stehen. Warum so besorgt? Diese jungen Hexen haben doch nicht ausgelernt. Sie werden bestimmt nicht wissen, wie man die Macht der Drachenflamme effektiv nutzt. Vielleicht, aber was ihnen an Erfahrung fehlt, machen sie durch Kraft und Rücksichtslosigkeit weg. Ich vertraue ihrem Gefühl, Faragonda. Ich werde meine Schule in Alarmbereitschaft versetzen. Was ist eigentlich mit Miss Griffin? Wie ist Ihre Meinung dazu? Ich weiß nicht. Im Wolkenturm meldet sich niemand. Und das bereitet mir Sorgen. Warten wir noch eine Weile, bevor wir eine Entscheidung treffen. Was für ein Chaos. Ich konnte meine Kräfte nicht einsetzen, als ich sie am meisten gebraucht hätte. Und jetzt ist meinetwegen die ganze magische Dimension in Gefahr. Ich muss irgendwas unternehmen. Aber was? Ich habe doch meine Kräfte verloren. Ich bin keine Fee mehr. Ich bin eigentlich gar nichts mehr. Hi, Stella. Ist Blum zufällig in der Nähe? Ja, kein Problem, ich warte. Oh, sie kann nicht. Oh.
Die kleine Fee will nichts von ihm wissen? Ha, das wird Darcy sie bestimmt interessieren. Was ist denn hier los? Seit wann lässt euch die alte Griffin ihr Büro benutzen? Seit wir hier eingezogen sind. Was soll denn das heißen? Ich weiß nicht, was ihr getan habt, aber es gefällt mir überhaupt nicht, was ich hier sehe. Was habt ihr vor? Ach, Riven, du schnallst es immer noch nicht, du Dummerle. Aber ich kann dir versichern, du warst ein wichtiger Teil unseres Plans. Ohne dich wären wir nicht so weit gekommen. Deine Tätigkeit als Spion hat uns den entscheidenden Vorteil verschafft. Nein! Ihr habt mich benutzt! Ich verfluche euch! Ihr Schlangen! Schwarzes Loch des Vergessens! Yeah! Die magischen Kräfte, nach denen wir so lange gehungert haben, gehören nun endlich uns. Die Eroberung des Wolkenturms war nur der Anfang. Jetzt folgt der Rest der magischen Dimension. Endlich! Lass uns nichts überstürzen, Stormy. Heute werden wir erstmal unsere Feinde mit einer Probe unserer Künste beglücken. Euch Kreaturen der Finsternis, wir, eure Herrscher, befehlen es euch. Von unserer Armee, Schwestern. Der Augenblick der Wahrheit ist gekommen. Hey, seht mal. Es fängt gleich an zu regnen. Los, kommt, Mädchen, wir müssen hier raus. Die Schule wird angegriffen. Ah!
ist eine echte Invasion. Wir müssen zurückschlagen. Schicken wir diese ekligen Käfer zurück in ihre Löcher. Aber ich kann euch nicht helfen. Keine Sorge, wir übernehmen deinen Part einfach. Ist gut, viel Glück. Stella, Magic Rings! Verloren, aber ich kann trotzdem meine Freunde verteidigen. Technoplosion! Lichtschwertechnik vierter Schwierigkeitsgrad. Das werde ich euch nächstes Jahr beibringen. Keine Panik, meine Damen, ich mach das schon. Sie haben den Ostflügel erobert. Jetzt sind sie dabei, die Laboratorien zu stürmen. Haben Sie das gehört, Saladin? Diese Viecher erobern die Feenschule. Hier bei uns in der Roten Fontäne-Schule sieht es leider nicht viel besser aus. Die magische Dimension befindet sich in großer Gefahr. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss meinen Jungs zur Seite stehen. Ja!
Dimension. Ich gehöre hierher. Sei nicht dumm. Du bist ein Prinz. Lass das gemeine Volk für dich kämpfen. Was ist? Worauf wartest du noch? Deine Aufgabe ist es, zu herrschen. Mission gescheitert. Rückzug. Es ist Zeit, das Kämpfen zu beenden, Schwestern. Ruf die Diener der Finsternis zurück. Die magische Dimension ist nun bereit, unsere Forderungen zu empfangen. In der nächsten Folge bringen die Tricks die Rote Fontäne-Schule in große Bedrängnis. Eine Reise nach Domino wird organisiert, damit Bloom ihre Vergangenheit erforschen kann und einen Weg findet, die Flamme des Drachen zurückzuholen. Ein gefährliches Abenteuer erwartet die Feen in der eiskalten Schneewüste von Domino. Wie wird es Bloom ergehen, die nun ohne ihre Kräfte ist? Wie wird sie ihren Feinden entgegentreten? Wir sind immer Mädchen von